Hi Leute und herzlich willkommen in der im Vulkangebiet und wir werden sofort angegriffen. Wow, okay. Actionreiches Episoden-Intro ist actionreich. Ich würde mal sagen, egal wen wir auswählen, machst du schon genug Damage, nein. Nope, nicht mal ansatzweise. Du hier, du machst da schon mehr Damage, richtig? Come on. Greif einfach weiter an. Don't mind me. Und jetzt auf den anderen. Halt. Gut, das ist eingesammelt. Dann werde ich mal den anderen ein bisschen schneller down machen. So, das macht schon mal ordentlich viel Damage. Und dann noch eine lindernde Hand auf sie. Ich ungern möchte, dass du stirbst. Und dann hier nochmal. Wow, die benutzt ihre Viecher ja wirklich bis zuletzt. Oh. Okay. Das können wir zum Beispiel machen. Klappt das? Wuhu! Ich würde einfach mal sagen, wir sammeln so viel wie geht. Ich meine, why not, right? Dann können wir immer noch, dann könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, welche Bekleider dann ihr am ehesten sehen wollt und so. Flucht für Eitler. Was zur Hölle ist das? Lichtlein behalten. Ja. Lichtlein. Naja, da gibt es eigentlich auch nur einen Namen, den wir ihm geben können, oder? So rein. Ihr denkt euch sicherlich schon. Ace. Der kleine Ace. Ich hoffe mal, dass er in einen großen Ace wächst und schön viel Feuerschaden anrichten kann. Wenn ich ihn im Moment nicht brauche, aber ich schätze mal irgendwann. Hi. Hi, Lichtlein. Ich habe schon einen von dir. Ich glaube, das ist ein Butzemännchen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Du erstmal rein. Einfach nur Angriff. Du machst genug Damage. Du machst beinahe kein Damage. Okay. Na dann. Dann werde ich hier mal einen schönen Eiszauber hinkriegen. Nochmal. Hallo? Tinkerbell, du solltest eigentlich schon die Gegner von mir weghalten. Was tut man so, während ich hier angreife? Gut. Ich schätze mal, der anderen kannst du dann tatsächlich töten, please. Ja, 14, 12, das nenne ich mal eine Schwäche. Und ein bisschen Mana zurück. Jupp, so lohnt sich das. Bisschen mehr aufleveln. Yes, yes. Stufe 9, Stufe 14 bereits zur Evolution. Woohoo. Allerdings brauchen wir immer noch Zeug. Das Auerblümchen? Gute Frage, was es ist. Nein, kein Leckerli. Was ist denn eigentlich das hier? Kühles hebt Flüche auf. Okay. Interesting. Dich kann ich von hinten angreifen. Wuhu! Ah, wieder dasselbe. Selbe Gegner. Unterschiedliche Gegner-Icons auf der Map, aber selbe Sinn. Du machst erstmal den hier futsch. Dann werde ich nämlich dich wechseln und du machst hier. Du hast keine Mana mehr. Ha! Dann, Olli, dann bist du doch dran. Olli. Thank you. Cool. Dann in deine Hand auf dich. Ich bin umgegangen, dass du hier stirbst. Sehr schön. Und einen schönen. Achso, du machst kein Damage. Dann halt du. Machst du ihm Damage? 7. Boah, das ist doch mal nicht so schlecht. Doch. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Ich wechsle noch viel zu oft aus Versehen aus. Das darf nicht passieren. Zumindest nicht so oft, wie es im Moment passiert. Okay, laufen wir mal ein bisschen rum. Dann wollte ich einsammeln. Du brauchst es nicht. Wir werden einfach weiter auf ihn draufhauen. Das nennt man Teamkampf. Yeah. Wäre natürlich super, wenn man hier Koop spielen könnte. Das wäre so gut. Aber ich schätze mal, die Perspektive im Kampf lässt das auch nicht wirklich zu. Leider. Okay. Qualmhöhle. Oh nein, eine Höhle. Das heißt, wir können nicht mehr speichern, wann wir wollen. Why?
Gipfel glutheißen Gesteins. Okay. Wahrscheinlich muss man die Evolutionssteine irgendwann einfach kaufen, schätze ich mal. Das ist also die Qualmühle? Oje, der ganze Berg steht in Flammen. Wow, ich habe den Berg immer nur von der Seite aus gesehen, ich noch nie aus der Nähe. Nicht rumstehen und glotzen. Hier ist es nicht gerade sicher, deshalb machen Menschen und Feen normalerweise einen großen Bogen. Och, sorry, um das Ding. Und überall, wo wir nicht oft hinkommen, wimmelt es sicherlich von Viechern. Macht euch bereit, ja. Das wird kein Zuckerschlecken. Pass auf die Lava auf, Oliver. Ich fürchte, dass selbst ein Zauberer es nicht überleben würde, da reinzublumsen. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir es schaffen. So wie wir die Prüfung gemeistert haben. Du hast recht. Das nenne ich inspiriert. Schick, brechen wir auf, oder? Keine Pause, bis wir den Gipfel erreichen. Keine Pause, bis wir den Gipfel... Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte nur 15 Minuten aufnehmen, nicht... so lange. Egal. Egal. Laufen wir einfach mal los. In unser Glück, Unglück. Ich glaube, die sind sehr nah beieinander. Pyro-Imp. Pyro-Imp. Moment. Ist das kein Leuchtchen? Hä? I don't get it. Egal. Angriff, Gotenks. Du bist im Moment der Stärkste. Au, au, au. Das macht Damage. Alright. Aber wir haben unseren Heiler dabei. Wenn die das so weitermacht mit dem Heilen, dann passt die ganze Sache. Ja, dann kriegen wir die Gegner relativ gut und schnell down. Und irgendwie bin ich heute sehr leise. Heute? Ja, immer noch heute. Ich bin hier schon wieder kurz vor 0 Uhr am Aufnehmen. Morgen arbeiten und... Aber die Folge kommt ja erst in 2 Tagen. Das passt dann. Wo geht's denn hier entlang? Ich weiß, es lohnt sich hier selten abseits vom Weg zu gehen, weil meistens heißt es einfach nur, dass man später hier hinkommt. Cool. Cool. Aber hier gibt es sehr viel zu erforschen, muss man so sagen. Zum Beispiel gleich eine Schatztruhe. Mächtige verschlossen zu sein. Oh, okay. Interesting. Da vorne wahrscheinlich genauso. Das heißt, wir müssen hier nochmal zurück, wenn wir einen mächtigeren Zauberstab haben. Immer dieses Backtracking. Aber gut. Nehmen wir es mal hin. Oh, das ist wieder so ein... Moment. Oder? War doch schon mal so ein Roboter. Zwar im Wald. So kommt da noch mal einer vor. Egal. Los geht's. Angriff. Einfach drauf. Es geht ja wirklich auch drum, seinen Mana-Haushalt und so... seinen Lebenshaushalt richtig zu managen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal einiges machen, indem wir einfach nur draufhauen. Und wir können uns ja jederzeit im Kampf eigentlich die Mana wieder generieren, die wir verlieren. Nur dauert das meistens zu lang, deswegen mache ich das lieber in einem Kampf. Sonnentropfen. Das ist gut. Kann ich das nochmal benutzen, damit irgendjemand hier auflevelt? Will ich das nochmal benutzen? Das bedeutet ja wieder, dass ich wieder einen erstmal Schwächeren habe. Du hier, du bist aber sowieso noch lange nicht auf Level bereit. Und du hier. Schade. Ich brauche einen Mondtropfen und einen, was auch immer das ist. Ha, interesting. Was ist das hier? Dieser Schrotthaufen wiegt sich kein Stück. Glaubst du, die Hitze hat ihn erledigt? Dann los, Olli, Schrotti hier ist hinüber. Bringt doch nichts mit der Kiste, einen Kumpel zu machen. Gehen wir weiter. Ich möchte ihn aber hier... reparieren. Alte Pracht? Oh. Oh, wieso nicht? Mano. Na gut. Dann müssen wir tatsächlich darum. What the fuck? Ich laufe hier hin und her. Immerhin sind wir noch nicht in Gefahr. Sieht so aus. Also der Berg, der sieht schon etwas heftig aus, aber an sich geht's noch. Neuer Gegner? Nein, 2 Horn hatten wir schon mal. Ich habe es gerade nicht gesehen. Gotenks, das war da drauf. Macht nicht so viel. Au. Ah gut, wir können einfach draufhauen. Wieso hast du so viel Verteidigung? Was bedeuten die blauen Zahlen, frage ich mich ja. Komm, Gotenks. Schaffst das. Sehr schön.
Und jetzt noch das auf den Feuerimp. Hoch, der Sound. Hat er kurz ausgesetzt. Komm an. Mach ihn kaputt. Ja, sehr schön. Kurz. Null, okay. Wir haben gar keine Mana verbraucht. Na gut. Kurz vor Ende. Okay. Potenz 15, Stufe 10, Enel. Enel, der mit Feuer kämpft. Ah, das kann ich einfach öffnen. Mondtropfen. Das wiederum ist etwas, was wir benutzen können zum Evolutionieren. Das ist nicht Mond. Das ist wahrscheinlich Mond, richtig? Erlaubt einfach ein Mondzeichen. Das ist ein Mondzeichen, oder? Also, ja, doch, es sollte eigentlich. Okay, Überenike. Überenike? Überenike? Achso, stimmt, wir konnten dem gar keinen Namen geben. Ich dachte gerade. Okay, Heilbräuler. Heilerbräuler, okay. Traumschaum, Gegenwind. Oh. Sollte sich aber auf jeden Fall lohnen. Und wenn er dann erstmal wieder schwächer sein wird. Evolutioniere! Naja, gut. Hat sich jetzt nicht sonderlich verändert, aber gut. Passt. Du wirst noch eine Weile brauchen, bis du wieder so weit bist. Du bist auch ein Mond. Das ist interessant. Der Fuck. Okay. Ach, da geht's auch weiter. Huch, da habe ich gar nicht gesehen, dass hier auch noch einen Ausgang gibt. Gut. Gut von mir aus. Gehen wir erstmal hier entlang. Lalalala. So muss ich heute noch so häufig niesen. What the fuck? Ist nicht mal Allergie oder so? Einfach nur niesen. Ich hoffe, ich war nicht krank. Ich habe jetzt genug hier mit der Erkältung vor kurzem zu schaffen gehabt. Es ist keine Lust, nochmal krank zu werden. So, jetzt muss ich aber auch wieder auf sie aufpassen, weil es jetzt kein... Stopp. Zauber in deine Hand. What the fuck? Das war, glaube ich, relativ knapp. Nochmal gleich, ja, why not? Aua, 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 ihr macht Damage, wisst ihr das? Wie könnt ihr nur Damage machen? Tinkerbell, du musst mich heilen. Au. Ich bin tot. Das ist schlecht. Gut, ich kann noch mit ihr kämpfen, aber es ist nicht so schön. Wechseln wir mal kurz zu dir. Kannst du ihn angreifen? Machst du? Nein, du machst keinen Damage. Du bist gleich tot. Ah, Hilfe. Wechsel. Oh Gott. Ich bin mal kurz auf Verteidigung. Ich brauche eine Melodie. Dringend. Und zwar auf mich. Oh, gut. Das ist eine große Heilung. Das ist super. So, was machen wir jetzt? Tinkerbell. Du brauchst eine Wasser... Ich habe keine MP dafür. Shit. Shit, shit, shit. Gib mir Mana. So. Au. Das hat weh. Na gut, Wasserbombe auf dich. Das ist schon mal ganz gut. Dann wieder zurück. Au. Okay, okay, das wird relativ knapp. Proviant, Weißbrot. Brauche ich. Okay. Melodie. Tralala auf mich. Super, jetzt können wir wieder kämpfen. Das war gerade zu knapp. Und ich mache hier nicht wirklich viel Damage. Feuerschleuder, wie sieht's aus? Okay, das konnte ich noch ausweichen. Und du machst ihm kein Damage. Kein bisschen sogar. Na gut, wie sieht's mit dir aus? Wasserbombe. Please. Ja, gut, du machst ihm zumindest Damage. Wir dürfen hier nicht an einem einfachen Gegner sterben. Ich brauche Mana. Übrigens, ausweichen ist gut zum hier unbeschadet rüberkommen. Please, wirf mir Mana hin. I need it. Ich kann ja nicht physikalisch angreifen. Ah. Und ich habe ein Problem. Bam. Und... Oh Gott. Shit. Tinkerbell regeneriert Ausdauer? What? Why? Das ist cool, aber wieso? Gut, erstmal tralala. Kann ich ihn wiederbeleben? Geht nicht, okay. Wieso mir dann überhaupt die Option geben?
Menschenskinder. Kann ich immer noch Ziel wechseln? Ich kann immer noch Ziel wechseln. Ich brauche trotzdem Mana, aber... Nein. Gut, kompletter Fehlschlag ist immer am besten. Nehmen wir das hier. Was zur Hölle geht mit Tinkerbell ab? Wieso kann die das? Aber gut, das hat uns das Leben gerettet. So ziemlich. Also ziemlich. Wir sind super. Natürlich sind wir super. Was anderes könnte sie auch gar nicht sagen. Stufe 10, Stufe 4. Okay. Yay. Und wir können uns in der nächsten Episode mal noch die Trickliste anschauen. Ich würde aber sagen, ich beende die Episode hier mal und wir schauen, dass wir nächste Folge wieder hier anfangen, weil jetzt kann ich noch schnell zum Punkt zurückrennen. Falls es euch gefallen hat, liken, falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ich heile mich noch kurz, bevor ich die Episode beende. Kann ich sogar mal ein Sandwich essen. Wow. Und ein Weißbrot für sie. Gut. Ciao, Leute.